Willkommen zurück, Leute, zu Phoenix Wright Justice for All. Wir werden heute versuchen, die psychische Blockade in Sachen Verkehrsunfall von Inni Meini zu lösen. Und dadurch, mal schauen, was wir da herausfinden. Und gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Phoenix war der Meinung, das könnte funktionieren. Zwei Stück. Aktualisierter Verkehrsunfall und so. Ihr Bild. Ja, wahrscheinlich können wir das lösen. Bitte erzählen Sie mir von dem Verkehrsunfall. Hä? Wessen Unfall? Vom Unfall Ihrer Schwester natürlich. Oh, ja. Dieser, Typ, Dr. Gray, hat dafür gesorgt, dass meine Schwester einschläft. Und, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Interessant. Inni hat eben gefragt, wessen Unfall. Das heißt, sie muss noch etwas über den Unfall einer anderen Person wissen. In Ordnung, dann wollen wir mal das Thema wechseln. Warum erzählen wir nicht von dem Unfall einer gewissen anderen Person? Hä? Der Unfall einer anderen Person? An wen haben Sie dabei gedacht? An dich? Ich möchte Sie etwas zu Ihrem eigenen Autounfall fragen. Mich? Ja. Wow, wie seltsam. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Können Sie beweisen, dass ich in einen Unfall verwickelt war? Aber unbedingt kann ich das. Das müsste über diesen Ausschnitt gehen, oder? Artikel über den Autounfall. Für mehr Details, ja, doch mal prüfen. 24. Mai, gestern Nacht raste ein Fahrzeug mit zwei Frauen in die Mittelplanke. Eine der Frauen konnte dem brennenden Wrack nicht entkommen und starb am Unfallort. Die Untersuchungen ergaben, dass die Fahrerin am Steuer eingeschlafen war. Vor Inni Meinis Interview zum Unfall. Ich war wirklich müde und schlief ein. Dann war dieser Unfall und ich wachte in einem Flammenmeer auf. Ich war noch im Halbschlaf, aber öffnete die rechte Tür und stürzte hinaus. Ich erinnere mich sonst an nichts. Arzt im Schatten auf der Lauer? Laut Inni Meini war es ihre Schwester Mimi Meini, die am Steuer saß. Mimi Meini war Krankenschwester in der chirurgischen Klinik Dr. Gray. In der 14 Patienten übersehentlich an einer Überdosis starben. Alles reiner Zufall? Ich denke nicht. Würden Sie sich das mal ansehen? Das ist ein Artikel von vor einem Jahr. In dem Artikel steht, Inni Meini gibt Interview zum Unfall. Ah! Sie waren schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus, nicht wahr? Moment mal. Was ist denn? Das bin ich nicht. Hä? Ich meine, diese Person hat denselben Namen, aber das bin echt nicht ich. Mein Name, Inni Meini, gibt es ziemlich häufig. Was reden Sie denn da für ein Zeug? Der Name Ihrer Schwester Mimi Meini wird auch erwähnt. Total, wow. Was für ein gruseliger Zufall. Ich bekomme schon total Gänsehaut. Glauben Sie, ich werde Sie so leicht von der Angel lassen? Also, was nun? Haben Sie etwas, das total beweist, dass ich im Krankenhaus lag? Das kann ja nur das Führerscheinfoto eigentlich sein, ne? Direktor Hotties gehüteter Schatz, ja. Das ist der Beweis. Was hat denn dieses Bild zu bedeuten? Das habe ich in dem Krankenhaus bekommen, in dem Sie lagen. Hä? Na und? Dort war ein gewisser Patient. Er war ein großer Fan. Zum Andenken an ihren Aufenthalt klaute er dies. Das Foto sieht aus wie sie. Dieser unheimliche Schwindler, der vorgab, der Direktor zu sein? Sind Sie jetzt bereit, mir von dem Unfall zu erzählen? Einen Moment. Okay, also, ich war in einen Unfall verwickelt. Sicher. Aber das hatte absolut null mit diesem Mord zu tun. Doch, hat es schon. Sehen Sie sich diesen Artikel an. Da steht, dass eine der Frauen starb, richtig? Und? Diese Frau, die starb. Wer war Ihres Erachtens damit gemeint? Glauben Sie, die Frau, die bei dem Unfall starb, könnte... Ja, kann ja nur... Mimi Meini gewesen sein. Ich glaube, es war ihre Schwester, Mimi Meini. Steht doch sogar im Artikel. Mimi? Sie saßen in dem Auto, das ihre Schwester steuerte.
Sie beide waren zusammen, als der Unfall passierte. Es war ein und derselbe Unfall. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Blockade gelöst. Ohne Fehler, meine Freunde. Endlich mal ohne Fehler. Und wir können nun endlich darüber sprechen. Verkehrsunfall. Ja, ich bin gefahren. In diesem Auto gefahren. Mit meiner Schwester. Weil die hat sich da direkt schon verplappert, oder? Die hat sich da auch direkt jetzt schon verplappert. Wir waren, auf dem Weg nach Hause. Ich saß auf dem Beifahrersitz, als ich einschlief. Und dann ist es passiert. Ich griff mir meine Handtasche und flüchtete durch die Beifahrertür. Und ihre Schwester? Ich konnte nichts tun. Das Auto war voller Rauch. Ich konnte nichts sehen. Oh, tut mir leid. Aber die Handtasche. Mich wundert es jetzt gerade, dass sie noch ihre Handtasche schnell greift. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, wenn du in so einem brennenden Auto bist, ne? Da ist deine Schwester und du greifst nach deiner Handtasche. Naja. Okay, sie ist halt ein bisschen komisch. Lassen wir das immer so stehen. Hat Dr. Gray den Unfall durch das Verabreichen von Schlaftabletten verschuldet? Er war voll hinter meiner Schwester her. Er hat das gemacht, um es meiner Schwester total heimzuzahlen. Ich frage mich, damit hat Ini einen guten Grund, Dr. Gray töten zu wollen. Es scheint so einfach zu sein, nicht wahr? Was meinen Sie? Aber es wäre sehr schwer, mir das nachzuweisen. Eigentlich dürfte das unmöglich sein. Was? Ich glaube, Sie verstehen schon. Ich werde Ihnen eine Lektion in Demut erteilen. Ich hoffe, Sie genießen sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Können wir ihr was zeigen? Tut mir wirklich leid, aber... Und ich weiß, Sie wollten das total von ganzem Herzen. Aber ich kann es nicht nehmen. War jemals die Rede davon, dass sie es bekommen? So mit anderen Worten, sie hat jetzt schon so ein bisschen, ne, zugegeben, dass sie das war. Nur mit der kleinen Sache, dass wir ihr das nicht nachweisen werden können. Das ist halt jetzt so das Ding. Tja, was kann ich denn jetzt noch machen? Schwörungsraum, können wir nichts tun. Ja, wir gehen nochmal alle Orte... Nein. Ach, please. Wir gehen nochmal alle Orte durch. Und hoffen das Beste. Ja, okay. Ah, Lotta wird das bestimmt auch interessieren. 21. Juni, Kurein. Sieht so aus, als würde etwas passieren. Stopp! Stopp! Lassen Sie meine Mutter in Ruhe! Ganz ruhig, okay, meine Liebe? Ich werde ihr nicht... Hör, Liebes, es ist schon in Ordnung. Ich bin kurz mit diesem jungen Mann draußen. Mutter, bitte lass mich mitkommen. Nein, du musst hier bleiben und das Anwesen beschützen. Aber... Oh, mach nicht so ein Gesicht. Hey, pass mal auf. Ich zeige dir etwas ganz Cooles. Hier, sieh mal. Das ist eine echte Pistole, Inspektor. Treiben Sie es nicht auf die Spitze. Tut mir leid. Armer Gamsho. So von morgen am Ohr gezogen zu werden. Au. Mutter? Oh, Pearl. Wird die... Was ist denn mit der? Wird die verhört? Mutter. Das ist noch nie passiert. Pearls? Hennig. Ich habe ein richtig mieses Gefühl, dass ich nicht loswerde. Ich glaube, dass etwas wirklich Schlimmes passieren wird. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich wirklich, Herr Nick. Sag was, Wright. Irgendwas. Oh, ich bin eine echte Niete. Herr Nick, was ist mit der mystischen Maya? Ihr wird nichts passieren. Ich glaube, ich habe genug Beweise gesammelt. Die mystische Maya?
Sie muss sich sehr einsam fühlen. Bitte, Herr Nick, besuchen Sie sie. Ja, aber ich kann dich auch nicht einfach hier alleine sitzen lassen. Mir wird schon nichts passieren. Bitte, die mystische Maya braucht sie an ihrer Seite. Der Blick ist ganz schön stechend. Okay. Gut, Pearls, wenn du das unbedingt möchtest, dann gehen wir nochmal in die Strafanstalt. Würde mich sowieso interessieren, was jetzt hier mit Morgan los ist. Vielleicht weiß... Der Buschfunk im Krankenhaus, im Gefängnis schon was erzählt. 21. Juni 1838, Strafanstalt, Besucherraum. Du hast mich ganz schön warten lassen, Phoenix. Oh, Mia. Nun, wie laufen die Vorbereitungen? Ich glaube, ich habe jetzt genug Beweise und Informationen, glaube ich. Morgen wird alles auf deinen Schultern lasten. Ob Maya schuldig oder freigesprochen wird, eine ganz schöne Last. Wenn ich mich recht entsinne, hatte Mia selbst einige psychische Blockaden. Mia, ich werde mir die letzte Information beschaffen, die ich noch benötige. Sicher, versuche es nur. Okay, können wir noch über was anderes reden? Wir können einiges machen, okay. Mia? Ja? Mia, du weißt doch etwas, oder? Über den wahren Mörder, meine ich. Da haben wir es auch schon. Ah, drei Blockaden. Warum glaubst du das? Es ist manchmal ziemlich anstrengend, die Geheimnisse anderer Menschen zu sehen. Sieht so aus, als müsstest du deinen Gedankengang erklären. Ja. Sich mit Mia geistig messen. Ja, in der Regel kann er das nicht, ne? Es gibt noch eine Menge Fragen, die du vor dem Prozess morgen beantworten musst. Du meinst, wie zum Beispiel der wahre Mörder in das Zimmer gelang und Dr. Gray töten konnte? Ja. Und wann hat der Mörder den Beschwörungsraum betreten? Ihr standet doch alle vor dem Zimmer rum, nachdem die Beschwörung begonnen hatte. Das heißt, der Mörder muss vor der Beschwörung in das Zimmer gegangen sein. Jedenfalls glaube ich das. Aber Maya hat doch schon gesagt, dass niemand sonst da drin war. Stimmt auch wieder. Wenn wir nicht ermitteln, wo der Mörder war, geht es uns wie einen gestrandeten Wal. Ich dachte, ich würde diesen Tag nie erleben. Fragst du mich ehrlich nach Beschwörung? Dieser ganze Fall dreht sich doch um Beschwörung. Und ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nichts davon verstehe. Nun, das ist ganz normal. Schließlich sind Beschwörungen nichts Alltägliches, oder? Ja, ich glaube, du hast recht. Die Fähigkeit, seine psychische Erscheinung in die Person zu ändern, die man ruft, war etwas, was sich unsere Vorfahrin, die mystische Amy Fay, angeeignet hat. Diesen Namen habe ich schon mal gehört. Die Familie Fay war ursprünglich für die Verehrung der Götter bekannt. Als die mystische Amy auf die Welt kam, wurde durch ihren Namen ihr Schicksal bestimmt. Denn sie wurde nach einem der Buddhas des Buddhismus, Amitabha, benannt. Bis zum heutigen Tag ist ihre Seele in der heiligen Urne von Kurain eingeschlossen. Normalerweise steht die Urne auf dem Holzweg und sie trägt Amys Namen. Ja. Ach Mensch, Phoenix. Das ist doch nur ein Märchen. Und dass ich dich sehen kann, ist also auch nur ein Märchen, oder wie? Ja, ne? Ich meine, wenn das geht, dann geht vermutlich auch das andere. Aber okay, versuchen wir uns an der Blockade. Ich denke mal, die wird jetzt lösbar sein. Der Mörder. Phoenix, du glaubst, ich verheimle dir Informationen über eine Person, stimmt doch? Ja. Nun gut, dann sag mir, wen ich deines Erachtens schütze. Aktuell würde man behaupten, sie schützt... Morgan Fay. Morgan Fay, natürlich. Es gibt niemand anderen, den du so schützen würdest, Mia. Stimmt. Gut gemacht, aber... Während der Mord verübt wurde, befand sich meine Tante mit all den anderen vor der Tür. Das heißt, sie hat bereits ein Alibi. Das stimmt. Zeig mir irgendeinen Beweis, der den Verdacht auf meine Tante lenkt. Ja. Der Schlüssel? Was anderes würde mir da wieder nicht einfallen. Mein Beweis ist der schwarze Schlüssel. Zu Beginn der Beschwörung war Maya im Besitz dieses Schlüssels. Und dennoch ist er irgendwie in den Verbrennungsofen im Hauptgarten gelandet. Du hast recht. Es gab nur eine Person, die das tun konnte, während ich die Polizei gerufen habe.
Die Person, die sich um Maya gekümmert hat. Morgen. Was hat dieser Blick zu bedeuten? Deine Argumentation ist zu löchrig. Hä? Wann ist der Schlüssel in den Verbrennungsofen gelandet? Das hätte lange nach dem Mord passieren können. Lange nach? Jemand hätte den Schlüssel finden und in den Ofen werfen können. Aber das ist... Der Staatsanwalt würde ein solch kleines Detail benutzen, um deinen Fall zu zerreißen. Hast du noch was anderes als einen Schlüssel, um den Verdacht auf morgen zu lenken? Boah, jetzt wird's aber... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt leider wirklich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur raten. Und das ist scheiße. Das Einzige, was wir halt noch nehmen könnten, ist der Kleidungsfetzen, den wir auch am Ofen gefunden haben. Es lag halt beides am Ofen. Das könnte so ein bisschen der Zusammenhang sein. Das ist ein weiteres Beweisstück für morgens Schuld. Das habe ich auch in dem Verbrennungsofen im Garten gefunden. Es ist aus demselben Stoff wie Mayas Kostüm, mal abgesehen von dem Blutfleck. Aber dieser Fetzen stammt möglicherweise gar nicht von Mayas Kostüm. Aber Maya hat es mir doch so gesagt. Bei der Beschwörung befand sich der Schlüssel in meinem Ärmel. Und sowohl der Schlüssel als auch der Stofffetzen wurden in dem Ofen gefunden. Das heißt, dieser Stofffetzen war ein Teil von Mayas Kostüm. Aber als Maya verhaftet wurde, trug sie ihr Kostüm. Das bedeutet nur, dass jemand ihre Sachen ausgetauscht hat. Ihre Sachen ausgetauscht? Aber warum? Ich weiß nicht warum. Aber es gibt nur eine Person, die das getan haben könnte. Die eine Person, die sich um Maya gekümmert hat. Meine Tante. Das hast du sehr gut gemacht, Phoenix. Dankeschön. Solange du diese beiden Beweisstücke hast, kannst du meine Tante verdächtigen. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie ich schon anfangs sagte, meine Tante hat ein Alibi. Ja, sie war die ganze Zeit mit uns zusammen. Es ist meine letzte Frage. Dafür musst du mir keine wasserdichten Beweise liefern. Aber ich möchte es wissen. Wenn sie die Schuldige ist, wie hat sie den Mord verübt? Wie sie es getan hat, hä? Ich würde gerne hören, was du darüber denkst. Wen oder was benötigte meine Tante, um Dr. Gray zu töten? Eeny meiny, würde ich sagen. Eeny meiny, sie ist die Antwort auf die letzte Frage. Das heißt, meine Tante und Eeny meiny stecken unter einer Decke. Puh, okay. Erfahren wir jetzt was über den Mörder? Also, sie wird jetzt sagen, dass ihre Tante es war. Die ganze Zeit schon lässt mir etwas keine Ruhe. Dieses Verbrechen hätte nicht von einer normalen Person verübt werden können. Die Person musste viel über das Fey-Anwesen und das Dorf selbst wissen. Aber Morgan hat bereits ein Alibi. Ja, deswegen konnte ich nicht dahinter, wie es geschah. Wir können davon ausgehen, dass Eeny meiny irgendwie darin verwickelt ist. Aber wir haben ein großes Problem. Ein Problem? Womit? Wir haben kein Motiv. Warum sollte Morgan Dr. Gray töten wollen? Wozu war das gut? Außerdem wissen wir nicht sicher, ob sie mit Eeny zusammengearbeitet hat. Mia scheint auch keinen Schimmer zu haben, hä? Huh? Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Hä? Huh? Überleg mal, Phoenix. Warum sollte meine Tante so etwas tun? Und warum macht sie es auf eine derart hinterlistige Weise? Weil... Mutter. Sie ist der Schlüssel zu alledem. Mutter? Wessen? Meine? Sei nicht albern. Meine natürlich. Misty Fay. Mias und Mayas Mutter. Warum bringt sie die jetzt ins Spiel? Nun denn. Sieht so aus, als hätten wir alles gesammelt, was wir konnten. Nur müssen wir morgen nur noch gewinnen. Dann wird sich alles aufklären. In Ordnung, Chefin. Wir werden nicht verlieren. Hoffen wir mal. Aber ob wir gewinnen oder verlieren, liebe Freunde, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann und ciao.